Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Void Terrain. Wir haben jede Menge Kisten gesammelt in der letzten Folge und wir... Da ist Holz. Und wir sind jetzt auf dem Weg, weiterzuziehen. Und ich würde gerne auch weiterziehen, wenn hier nicht noch so viel Stuff rumliegt. Oder ihn aber Scrap Metal liegen lassen, ist mir jetzt egal. Und zwar... Na, mein kleiner Freund, guckst du hier raus? Was siehst du denn hier hinten? So, ich gehe ganz schon stark davon aus, dass wir jetzt, nachdem ich ja erst dachte, wenn wir zwei Kisten haben, dass wir Besuch kriegen werden auf Gleis 2. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das jetzt irgendwann demnächst passieren wird. Da wir so viele Kisten haben, wird das wahrscheinlich sein. So, ich würde jetzt mal bei den Nutzbaren wieder alles reinschmeißen, was wir nicht brauchen. Und es wird so langsam wieder voll. Es tut mir leid. Ja, wir werden, ich habe versprochen, wir werden es machen. Wir werden die, ja, Warenproduktion starten. Das machen wir demnächst. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Ich sammle erstmal noch ein bisschen. Und dann können wir da richtig loslegen mit Waren und so. Weil wir ja auch für Kupfer und so brauchen. Deswegen gehe ich ganz stark davon aus, dass wir im nächsten Depot ein wenig produzieren. Wir werden ja durch die Kisten auch nochmal jede Menge Stuff bekommen. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr reichhaltig werden. Und Holz brauchen wir sowieso, da wir ja ein bisschen brennen müssen auch. So, Essen ist gut. Gutes Thema. Wir haben ja Hälfte nur noch trinken. Und Essen auch wird so langsam weniger. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir wieder Essen und Trinken ranschaffen. Wie gesagt, Holz nehme ich auch alles mit. Oh, Scrap Metal. Hallo. Da ist noch mehr Scrap Metal. Hallo. So, warte mal. Dann haben wir hier Essen. Ja. Dann haben wir da Trinken. Und da haben wir auch nochmal Trinken. Gut, dass wir unseren kleinen Freund vorne haben, der uns immer warnt, falls Minen kommen, weil man achtet da gar nicht so richtig drauf. Man ist einfach so im Flow, hier die Sachen zu sammeln. Oh, cool. Ein abgestürzter oder abgerissener Waggon. Sehr, sehr geil. Muss ich sagen, finde ich echt cool. Sowas. Da werden wir auf jeden Fall ein bisschen looten gehen. So, back to the train. So, halt, stopp. Einmal bitte anhalten. Ja, kommen wir, oder? Ja, nee, das gekochte Essen und Trinken bringt ja mehr. Muss man ja einfach so sagen, wie es ist. Ne? Deswegen, also würde ich schon rohes Trinken packe ich hier wieder rein. Scrap Metal war... Na, ja, da, war richtig. So. Und Holz brauchen wir ja zum Kochen und zum Braten. So, esse ich mal. Zack, zack. Und trinken würde ich auch nochmal eben machen. So. Achso, kein Holz. Ja. Haben wir ja. Bitteschön. Haben wir noch ein Holz auf Tash. Vorsichtshalber. So, die 3 Sekunden warte ich mal eben ab. Dann trinke ich mir nochmal eben was. So, zack. Und dann erstmal wieder gesättigt soweit. So, dann düse ich mal hier rüber. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Kisten. Alter. Hui. Das lohnt sich ja richtig hier. Alter Verwalter. So, Lämpchen an. Dass man hier sich nicht Sachen mitnehmen kann, das finde ich schade. Das wäre noch cool. So, was haben wir denn hier Schönes? Boah, so würde ich unseren Wagen auch gerne haben wollen. So länger vor allen Dingen. Das wäre ja ganz cool. Aber was ich gesehen habe, man kann richtig die Züge noch ausbauen und so. Das wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Man kann richtig richtige Waggons und so mit, ja, mit Tischen, Stühlen, den ganzen Kram halt richtig Passagierwaggon so machen. Das wird, glaube ich, ganz cool. So. Kann ich das doch nochmal mitnehmen, wenn ich schon einmal hier bin. So,
ansonsten komme ich hier an nichts anderes dran. Ich versuche mal, zurück zum Train zu kommen. Ja, das geht sehr schön. So, geh mal her. Und dann würde ich sagen, düsen wir weiter. Auf Slow geht's weiter. Und wir sammeln wieder. Ich esse nochmal. Kohle haben wir auch bekommen. Sehr schön. Oh, wir haben Barren. Alter, wir haben Barren bekommen. Die brauchen wir gar nicht brutzeln. Was natürlich auch sehr schön ist. Hau ich mir direkt in den Kiefer. Trinken müssen wir unbedingt. Oder was heißt unbedingt, aber wir sollten auf Trinken achten demnächst. So, ja. Ich bin gespannt, wann das nächste Depot kommt. Ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne? Also Depot war jetzt schon... Depot war jetzt schon echt länger nicht mehr. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Da ist... Oh ja. Oh ja, mein Freund. Oh ja. So, die zerhackeln wir schon mal. Im Driller. Währenddessen halte ich nochmal eben schnell an, denn ich glaube, wir werden ja hier ein bisschen was sammeln können noch, oder? Ah, ich lass mal. Der kann ja von mir aus da rumeiern. Im Zerhackler. Im Driller. Während wir hier noch ein bisschen rumsammeln. Weil die Kohle brauchen wir jetzt aktuell nicht. Wir können sie einlagern, ja, aber ganz ehrlich, so nötig. Oh, da ist... Oh, Moment, halt, stopp. Da ist Eis. Also doch. Also doch. Ah ja, und da hinten ist nochmal Holz. Also müssen wir gleich doch nochmal die Kohle rausholen. Hol die Kohle raus. Die Kohle! Was mit der Kohlen? Was mit der Kohlen? So wie Bud Spencer mal gesagt hat. Was mit der Kohlen? Was mit der Kohlen? Ah, da haben wir Scrap Metal liegen lassen. Ist mir auch egal. Wir haben genug. Also ist jetzt nicht so, dass wir an Armut leiden, was Scrap Metal angeht. Oh, wir haben keinen Platz mehr im Inventar. Ich pack mal eben die Metallbarren weg. Die Kupferbarren. Und, nein. Was mache ich denn da? Kupferbarren kommen da rein. So. Dann die Kohle. Da. Das war die gesammelte, die wir bekommen haben bei, in diesem abgekapselten Waggon. Dann zu trinken. Trinken, 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 trinken. Sieht auch wieder ein bisschen besser aus. Ich hätte gerne einmal die Kohle und würde gerne einmal bitte das Eis crushen. Das ist unsere Crush-Maschine für Eiswürfel und so, weißt du? Dann können wir dann immer schön lecker Getränke machen. Cocktails, lecker. So. Dann ist das auch wieder voll. Chemikalien haben wir voll. Jetzt haben wir Chemikalien voll. Sehr schön. Brauchen wir ja auch. Kohle, sehr, sehr geil. Freue ich mich. So, Holz. Wie sieht das denn hier mit Holz aus? Wo haben wir denn angefangen? Hier vorne. Das heißt, wir machen da hinten weiter. Und nehmen hier auch nochmal Holz mit. Und er hat ja auch nochmal gesagt... Ach, Wood, willst du mich verarschen? Ja, wir müssen unbedingt Barren brennen. Ja, es hilft nichts. Es ist eine Last. Es hilft nichts, es bringt nichts. Mit den Chemikalien konnte ich da irgendwas brutzeln? Ja. Machen wir das doch mal, dann sind die weg. So, sehr schön. Das heißt, wir düsen weiter. Auf Slow. Slowly, slowly, slowly. So, zack. Und Holz. Da ist auch Holz, ist mir egal. So, Chemikalien brauchen wir nicht sammeln. Haben wir genug. Ich hoffe nicht, dass noch größere Kreaturen kommen, ne? Also was Kämpfen jetzt angeht. Na, wenn es auf dem Weg liegt, nehme ich es mit, natürlich. Diese Fireflies, da muss man aber auch immer genau drauf achten, ne, ob man die sieht. Die kann man auch sehr schnell übersehen. Leder. Leder? Ja, Fett. Und Leder? Nein, nur Fett.
Fett können wir auch gut gebrauchen. Das war auch für irgendwas gut. Oh, Moment. Was liegen da auf der Schiene? Halt, stopp. Da liegt was auf der Schiene. Was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Sind das Minen? Leck mich fett. Was zur Hölle ist das? Die Minen werden kleiner und raffinierter. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Danke, Fridolin. Okay, da müssen wir jetzt drauf achten. Ach du Scheiße. Es werden intensivere, kleinere Minen, die man ganz schnell übersehen kann. Das ist ja gemein. Das ist ja voll fies. Die Minen werden kleiner. Man kann sie noch schneller übersehen. Das ist ja super. Großartig. Gut, vielleicht sollten wir uns gar nicht mehr drauf jetzt hier konzentrieren zu sammeln, sondern eher auf Minen achten. Das würde ich, glaube ich, jetzt eher machen. Weil eigentlich sind wir ja gut gerüstet. Wir haben ja eigentlich alles das, was wir brauchen. Na. So, dann komm mal her. Eins, zwei. Wie krass die... Ob die auch an den Zug anknüpfen, so wie die anderen? Das ist ja gemein. Wie viele das sind, guck mal. Die ganze Strecke voller Minen, was soll denn das? Ich hab denen noch nichts getan. Ja, ich weiß, I know. Wenn ich da hingehe, explodiere ich auch. Was soll denn das? Warum? Die ganze Strecke voller Minen. Alter, das ist doch nicht normal. Wer vermint denn hier bitte die Strecke? Wollen wir eben was trinken? Use. Ja, ich bin dabei. Ja. Beruhig dich, Fridolin. Ich seh's. Oh Gott. Das ist ja nicht wahr. Alter, die ganze... Oh Gott, was? Oh Gott, Hilfe. Hilfe, hat's jetzt geruckelt. Ich glaube, das ist gerade alles explodiert, was nur ging. Da ist gerade ein bisschen OBS eingebrochen. Es tut mir leid, wenn es geruckelt hat. Ich weiß, wir lassen jetzt unglaublich viel Ressourcen liegen, aber ja, ist mir auch egal. So, jetzt aber die letzte. Letzte will nicht. Oh! Ein Void! Ein Void kommt. Vielleicht sollte uns das zu denken geben, dass hier ganz viele Minen lagen. Vielleicht erwartet da uns irgendwas. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr seid's auch. Das kann ja nur besser werden. Oh, essen, trinken. Nice. Das war ja krass mit den Minen. Alter Schwede. Leck mich fett. So, Holz, alles, was wir noch mitnehmen können, nehmen wir mit. Was wir kriegen können. So, also. Das heißt. Ich bin gespannt, ob das eine Bedeutung hat, dass jetzt Minen hier vorlagen. Und es waren ja nicht recht. Es waren ja nicht wenige, es waren ja relativ viele sogar. So, Kohle hätte ich noch gerne. Ich bin gespannt, was für Blueprints wir kriegen. Durch die Pilze von den Kisten, weil da werden ja Pilze drin sein. Für unsere begleitenden Freunde, die on board sind. So. Kommt jetzt gleich wieder. Ich mag die Musik. Ich finde die voll geil.
esse mal. Dann sind wir nämlich gesättigt und Durst ist auch voll. Sehr schön. Dann brauchen wir uns da erstmal keine Gedanken machen. Oh, Eis. Noch mehr Eis. Noch mehr Eis. Noch mehr Eis. Sehr schön. Ich sehe das Tor schon. Die Musik anscheinend noch nicht. Jetzt. Ja, 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 ja. Ich komme. Sehr schön. Ich bin so gespannt. Wir werden natürlich Gesellschaft haben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal aufräumen. Also sprich, schießen. Action. Jetzt wird es wieder Action geben. Eine Menge Action. Ich frage mich, ob wir das Studywood, was man herstellen kann, später, ob das länger brennt, wenn man das im Ofen schmeißt. Also gehe ich mal ganz stark von aus, ne? Das macht ja Sinn, ne? Dass das mehr aushält dann. So, wir haben einiges liegen lassen, ist mir egal. Ich würde jetzt, bevor wir jetzt weiter düsen, halt, stopp. Bevor es jetzt da reingeht, einmal hier entleeren alles. Oh nein, wir haben Inventar voll. Ich beeil mich, ich düse, 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 düse im Sauseschritt. So, und bring die Liebe mit von meinem Himmelsbett. Und Holz ist alles voll, ne? Oh, okay. Gut, schön, dass wir drüber gesprochen haben. Und Metall ist auch wieder alles voll. Ich hätte niemals gedacht, dass wir das schaffen. Aber wir haben alle Metallkisten schon wieder voll. Hier auch. Alter, ernsthaft? Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir... Ich glaube, es wird wirklich Zeit, dass wir, dass wir anfangen, Barren herzustellen. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, keine Ahnung. Aber wir werden auf jeden Fall Barren herstellen. Es ist, glaube ich, eine gute Idee, dass wir Barren herstellen, glaube ich. Ist, glaube ich, wirklich eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube, das könnte man gut machen. Also Barren herstellen finde ich, glaube ich, sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine sehr tolle Idee. Ne? So, dann würde ich sagen, Abfahrt. Wir kommen. Wie viel Munition haben wir denn noch? Ja, nicht mehr so viel. Aber für den Anfang reicht's. Wir finden ja noch Munition zwischendurch. Wie mache ich das denn jetzt? Ich stehe vorne, spring direkt weg vom Zug und dann... Ich meine, klauen können die uns die Kisten ja nicht, ne, wenn wir jetzt hier sind eigentlich.